Hallo, liebe Zuschauerin. Hallo, lieber Zuschauer. Willkommen zur 421. Folgt die Übersicht. Als ersten Beitrag sehen wir Was von der Liebig-Furzen-Demo, und zwar vom Volker und von mir gefilmt. Und als zweites sehen wir dann Ja, von meinem Freund gefilmt. Von Campbecken-Aktionen, wo Norbert Röttgen 70.000 Unterschriften übergeben wurden. Und als drittes sehen wir auch noch mal etwas von meinem Freund von Campbecken Aktionen vom Brandenburger Tor, eine Demo zum Bundesumweltministerium und was wegen Castor. Und als viertes sehen wir, da war ich in der Kopfbar, in der Richardstraße, eine Ausstellung wegen Menschenrechte. Und zu guter Letzt natürlich die Mobilisierung für Dresden. Und das war die Übersicht. Was dein? Ja, ich weiß. Jo, ein Jahr Liebigräumung. Dazu gab es eine Demo und zwar für euch von vor anderthalb Wochen am Samstag. Die führte durch den Friedrichshainer Kiez. Der Volker und ich, wir waren beide mit jeweils mit der Kamera dabei und jo. Ja, sie wurde als Zombie Walk tituliert. Ich habe ein paar Zombies gesehen, aber nicht gefilmt und sowieso die Leute unkenntlich gemacht, damit sie keine Strafverfolgung haben. Und hast du Zombies gesehen und gefilmt? Einige wenige. Und dafür, dass es eigentlich, ja, es gab eigentlich, fand ich, ziemlich wenig Material für die Kameras. Das war, es war ziemliches Gerenne, muss ich sagen. Ja, es war nämlich auch schweinekalt. Also wir waren froh, dass überhaupt jemand da war und es waren schon einigermaßen viele für die Temperaturen. Aber schaut es euch an. Beantwortet. Vor einer Woche flatterte uns das Räumungsurteil für die Projekträume ins Haus. Gegen die Wohnung wird noch geklagt. Der Gerichtsvollzieher hat sich für den 22. Februar um 9 Uhr angekündigt. Die Politik hat den Konflikt bei mir ausgesessen. Sie nimmt weiter in Kauf, dass diese Stadt kulturell abstirbt. Nicht nur der Schokoladen, sondern auch die Lindenstraße 206 und die KVU sind von Vertreibung bedroht. Noch fühlen wir uns wie einer der letzten Überlebenden am Leben im Zombie-Bezirk Mitte. Nicht nur die alternative Kultur, wohl Politstrukturen, auch alle, die in prekären Verhältnissen leben, haben keine Chance, in der Innenstadt zu überleben. Uns bleibt keine andere Möglichkeit, als für unsere politischen und kulturellen Konzepte zu kämpfen. Es gibt keine Lücke im kapitalistischen Konsens für unsere Auffassung von Lebensqualität. Im Moment kotzt uns diese Stadt an und die Wut auf den Hauseigentümer steigt stündlich. Wir sind auf alle Hilfe angewiesen, um deutlich zu machen, dass Schluss sein muss mit dem Ausverkauf von allem, was diese Stadt mal lebenswert gemacht hat. Kommt in jedem Fall am 22. Februar morgens um 8 Uhr zum Schokoladen. Unsere Strategie ist noch in Arbeit und wir halten euch auf dem Laufenden. Keine weiteren Räumungen mehr. Ja, Rolf, du warst bei Campact, einer Aktion, wo Campact 70.000 Unterschriften an Röttgen übergeben hat. Um was ging's da? Also ich war nicht dabei, mein Freund hat gefilmt. Es ging wohl darum sozusagen, dass, dass in Deutschland auch das europäische Energiespargesetz sozusagen eingeführt wird und offensichtlich Norbert, also Bundeswirtschaftsminister Rössler sozusagen sich dagegen ausspricht und wir zusammen mit diesen 70.000 Unterschriften wurde auch sozusagen Norbert Röttgen aufgefordert, sozusagen eben nicht diesem Druck nachzugeben und auch dieses Energiespargesetz auch in Deutschland einzuführen. Also aber seht ihr selber, Band ab. Und
Ich darf euch hier begrüßen heute den Namen von den einladenden Organisationen, stellvertretend für Anti-Atom Berlin, für Ausgestrahlt, die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, für den BUND, für Campact und die Naturfreunde Deutschlands. Und wir haben ja heute eingeladen, weil sich heute hier im Bundesumweltministerium, gar nicht weit von hier, Bundesumweltminister Röttgen mit den Bundesländern trifft, um über die Endlagersuche zu beraten. Und leider mussten wir in den vergangenen Wochen und Monaten feststellen, dass die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen stattfinden und eigentlich kaum Informationen nach außen dringen. Also von daher ist von Bürgerbeteiligung bislang zumindest noch nicht viel zu sehen. Aber soweit ist klar, dass der völlig ungeeignete Salzstock in Gorleben bislang immer noch als möglicher Endlagerstandort im Topf ist. Außerdem wird parallel an der sogenannten vorläufigen Sicherheitsanalyse gearbeitet, wo ausgewählte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die allesamt in der Vergangenheit den Ausbau des Salzstocks in Gorleben vorangetrieben haben, diesen Salzstock jetzt für sicher in Anführungszeichen erklären sollen. Von wegen ergebnisoffener Endlagersuche. Deswegen haben wir heute hier zu einer Protestaktion eingeladen. Das X, ihr kennt es ja sicherlich, ist ganz traditionell das Symbol des Wendländer Widerstands gegen ein Endlager in Gorleben. Und wir wollen dieses Symbol heute hier nach Berlin vor das Brandenburger Tor holen. Um gegen ein Endlager im Salzstock Gorleben zu demonstrieren und für uns dafür einzusetzen, dass der völlig ungeeignete Salzstock endgültig aus der Endlagersuche ausgeschlossen wird. Heute, weil wir ganz klar sagen, wir wollen, dass diese Regierung endlich verzichtet auf das völlig ungeeignete Endlager in Gorleben. Wir wollen, dass endlich verantwortungsvoll umgegangen wird mit den Atommüll. Wir wollen Transparenz und Bürgerbeteiligung. Gorleben wurde in den 70er Jahren aus rein politischen und nicht aus geologisch-fachlichen Kriterien ausgewählt, verboten worden. Wasser eingestellt in den undichten Salzstock von unten. Das Gasvorkommen und genau deswegen verbietet es sich, weiter auf Gorleben als Endlager zu setzen. Wir sagen, wir wollen, dass so schnell wie möglich Schluss gemacht wird mit dem Ausbau des Endlagerstandorts Gorleben. Und wir wollen, dass wir weit, weit schneller aus der Atomkraft aussteigen, als das beschlossen wurde. Es ist nicht einzusehen, dass jetzt 10 Jahre Pause gemacht werden mit dem Ausstieg. Wir sagen, steigt endlich aus, und zwar jetzt und endgültig, und beschließt heute endlich hier im Bundesumweltministerium das Aus für Gorleben. Stürze nie ein und glaub mir auch, was da kommt, gar nicht hinein. Schlafen mein Kind, glaube mir, ein Endlager finden wir auch noch hier. Und finden wir kein Kind, die fehlte Welt, die nehmen das gern für dein Taschengeld. Und verkaufen es weiter an die
gekommen seid, aber es ist tatsächlich wichtig, heute hier ein Zeichen zu setzen, dass Verhandlungen über einen sogenannten Neustart bei der Endlagersuche nicht unbeobachtet hinter verschlossenen Türen im Umweltministerium stattfinden können, sondern dass wir wachsam sind, dass wir genau darauf achten, was hier passiert und unseren Protest ankündigen, wenn das, was angekündigt ist, nämlich ein echter Neustart, nicht stattfindet. Wir müssen ein Endlager suchen, ja, aber wir müssen nicht weiter Atommüll produzieren. Dazu zwingt uns niemand. Wir können wesentlich schneller, wir sagen sofort, aus der Atomenergie aussteigen. Und das ist sicherlich wäre ein Riesenschritt, der auch die ganze Debatte um die Suche nach einem Endlager massiv erleichtern würde, wenn wir nicht einen Atomausstieg in 10 Jahren hätten, der irgendwann ja auch mal wieder in Frage gestellt werden kann, sondern wenn wir so schnell wie möglich, am besten sofort aus dieser Risikotechnologie aussteigen. Ja, Campact hat heute am 9.2. eine Anti-Castor-Aktion gemacht. Und Rolf, du weißt etwas Genaueres, etwas mehr? Ja, ich habe nicht gefilmt, mein Freund hat gefilmt. Ich weiß auch noch nicht direkt, was jetzt so direkt genau abgelaufen ist. Also ich habe jetzt nur aus der Pressemitteilung erfahren, sozusagen, dass es eine Anti-Castor-Aktion geben sollte von Campact und eine Demo vom Brandenburger Tor zum Umweltbundesamt. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Seht selber, Band ab. Trotzdem wird hier vom Wirtschaftsministerium wirklich massiv blockiert. Das ist eine Richtlinie, die Arbeitsplätze bringt in Deutschland über 100.000, zusätzlich auch Wirtschaftswachstum bringen könnte in Deutschland. Und trotzdem wird sie eigentlich vom Wirtschaftsminister, der ja eigentlich ein Interesse daran haben sollte, verhindert. Und es ist eine Richtlinie, die wirklich hohe Energieeinsparungen bringt. Und wir müssen mit unserem Energieverbrauch ganz drastisch runter, damit wir eben auf dem langfristigen Pfad bleiben können, den Klimawandel abzuschwächen oder zu verhindern und auch unsere Energieunabhängigkeit zu sichern. Also wie gesagt, das ist eine ganz wichtige Sache. Herr Röttgen ist da nicht ganz so progressiv, wie wir uns zum Beispiel das Ganze wünschen würden, aber er bietet zumindest dem Wirtschaftsminister im Moment die Stirn. Und das ist wichtig, dass wir das jetzt auch weiter unterstützen. Und gerade ist die aktuelle Situation, wie Fritz Mieler das gerade auch gesagt hat, so, dass zumindest die Unterschriften dazu geführt haben, dass Röttgen sich nicht auf einen Kuhhandel eingelassen hat und sich nicht darauf eingelassen hat, jetzt von seinen Punkten loszulassen und Rüssler nachgegeben hat. Und das ist im Moment zumindest schon auch mal ein wichtiger Teilerfolg. Hallo. Ja, wir möchten 72.000 Unterschriften. Die Bürger, die sind in den letzten 2 Wochen hinter. So ein unfreundliches Bild meines Kollegen. Das muss ja eigentlich ein bisschen. Ja, also 72.000 Bürger, die sich hinter die Förderung gestellt haben, dass die EU-Energie-Rechte umgesetzt wird, die zurzeit in der Debatte ist. Das ist natürlich eine Maßnahme. Als Beispiel. Ein Beispiel oder eben auch die Kapital. Die müssen durchgesetzt werden und ich glaube, wir sind uns einig, das Ganze ist eher Motor für Beschäftigung anderer Seite kommen und deswegen doch gut. Die Unterstützung für Sie, auch gerade die Interessen von mittelständischen Unternehmen, von Handwerksunternehmen, eigentlich an der CNC der FDP, aber so erwundern wir das nicht mal zu tun. Also ganz herzlichen Dank, ich bedanke mich sehr für Ihr Engagement. In der Sache so viele Unterschriften zusammen, 70.000, das zeigt eine enorme Unterstützung. Und das, was Sie sagen, dem stimme ich zu. Ich glaube, dass es eine wirkliche Chance ist, diese Energiewende, dass sie breit getragen wird, dass sie große Chancen beinhaltet. Man muss es allerdings auch richtig machen. Und das drückt aus, dass es ein Bürgerprojekt ist. Kein Projekt von oben nach unten, sondern es wird von unten gewollt getragen. Und darum herzlichen Dank. Ich nehme das gern an. Wie gesagt, aber davon abgesehen, stimme ich Ihnen zu. Okay. Wir haben noch Zeit. Erneuerbare CO2-Reduzierung in Deutschland, aber bei der Energieeffizienz eigentlich ja final ist es auch in der Energiepolitik. Müsste eigentlich ein Selbstläufer sein, ist aber nicht. Und darum muss man da was tun. Und die Ziele müssen klar sein und man muss auch geeignete Maßnahmen machen. Da darf es auch Flexibilität geben, was ist geeignet, aber es darf keine Ausreden geben, das Ziel nicht zu erreichen.
So ist es, genau. Darum geht es. Ihre Adressen sind hier drin bestimmt, oder? Genau. Damit ich auch weiß, mit wem ich hier gesprochen habe. Vielen Dank. Alles Gute. Danke sehr. Alles Gute. Kannst du noch einmal? Tschüss. Kannst du noch einmal zu uns? So, Andi, du warst bei Heiner und hast eine Ausstellung besucht. Richtig, die läuft noch bis zum 19. und es geht einfach um verschiedene Länder wie die USA, wie die mit den Menschenrechten halt umgehen. Und da sehen wir eine Ausstellung. Band ab. Fertig. Guten Abend. Ich bin Mitglied im Deutschen Friedensrat und in der Internationalen Liga für Menschenrechte. Und der Deutsche Friedensrat gehört mit zum Weltfriedensrat. Und der Weltfriedensrat hat seit Beginn des Dramas von Palästina und Israel immer Position bezogen. Und die Internationale Liga für Menschenrechte hat Ossietzky-Medaillen verliehen. An Vanunu zum Beispiel, den Atomtechniker, der gesagt hat, dass Israel eine Atommacht ist und deshalb für 18 Jahre, glaube ich, ins Gefängnis kam. Also diese beiden Organisationen, zu denen ich mich gehörig fühle, hatten dann eigentlich dann endlich den Ausschlag gegeben, dass ich sage, jetzt wird es aber Zeit, dass ich, die ich mich immer davor eigentlich, ich weiß nicht, gedrückt mag, aber ich wollte nie nach Israel, ich wollte nie nach Palästina. Ich habe gesagt, jetzt ist die Zeit. Jetzt werde ich daran teilnehmen, denn diese Aktion finde ich ausgesprochen gut. Und es hatte den Sinn, dass so viele Menschen wie möglich aus der ganzen Welt nach Israel einreisen, aber dass sie sagen würden, offen sagen würden, wir wollen nach Palästina. Wir sind eingeladen von sehr vielen verschiedenen Organisationen, dazu gehörten Gewerkschaften, Frauenorganisationen, Friedensorganisationen. Wir sind eingeladen, wir wollen euch besuchen, wir wollen an dem Tag bei euch sein, am 9. Juli, wir sind ja am 8. sind wir ja losgeflogen, am 9. Juli wollten wir da sein, weil nämlich am 9. Juli 2004 das Urteil des Internationalen Gerichtshofs ergangen war, dass der Bau der Mauer illegal ist, völkerrechtswidrig ist. Damals war der für 80% ungefähr der Bau der Mauer in der Höhe bis 10 Metern schon erfolgt und wir wollten eben an dem Tag auch da sein und an Kundgebungen teilnehmen. Es war ein größeres Programm geplant, es war geplant, dass wir symbolisch Olivenbäume pflanzen, dass wir am Theater teilnehmen. Es war von vornherein war ganz eindeutig, das konnte jeder nachlesen, der Sinn war der, wir lassen die Palästina nicht allein, sie können nicht raus, wir wollen jetzt zu ihnen hin, wir wollen zeigen, dass sie nicht abgeschieden sind und vor allem wir wollen endlich mal deutlich machen, dass diese Praxis, nach Palästina reinzukommen, mit der Aussage, wir wollen nach Palästina, bisher immer verhindert wurde. Man wollte nicht, dass man dorthin kam. Und wenn jetzt 500, 600 Menschen sagen, wir sagen es frei heraus, wir wollen nach Palästina, soll das eine neue, eine völkerrechtskonforme Praxis werden, dass man diese weiße Freiheit hat und dorthin kommen kann. Das war unsere Absicht und es war formuliert, deutlich formuliert, auch dass das ein eindeutig friedliches Herangehen sein würde, nichts anderes. Es war eine Aktion, ich würde sagen, die war pro Palästina. Es ging nicht jetzt Israel mit Hasstiraden oder sonst was zu überfallen, wie man das dann in den Zeitungen, in den Medien, in der Propaganda, hatte man das dann so geäußert, dass wir kommen würden, um den Flughafen in Tel Aviv zu stürmen. Und selbst der Innenminister sagte, hier, da kommen die Hooligans. Und in den Zeitungen, Propagandazeitungen, waren wir wie Kriminelle schon eingestuft. Die Flugverkehr stören wollen, stand auch irgendwo. Also es war eine derartige Stimmung aufgebaut worden, dass wir so gefährlich sind.
Und ich fühlte mich auch genötigt, dann dem der deutschen Botschaft in Tel Aviv auch eine Mail zu schicken. Er möchte bitte Beobachter schicken, weil wir nämlich so diffamiert werden im Vorfeld. Und wir hatten eine ganz andere, ein ganz anderes Anliegen. Es ist kein Beobachter gekommen, aber unsere Mission ging dann los am 8. Juli. So, jetzt waren wir angekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Interesse ist. Wollt ihr so wissen, wie wir da ankamen? Also wir kamen an, es waren ja im Vorfeld waren ja schon 300 aus Frankreich, konnten nicht einreisen, hatte Lufthansa, hatte eine Liste bekommen und die konnten nicht einsteigen mit der Begründung von Lufthansa. Wir sind von der israelischen Regierung angewiesen worden, sie nicht zu befördern, weil sie sowieso nicht reinkommen. Wir dachten uns auch, wenn wir jetzt auch nicht zu denen gehören, die jetzt das Verbot ausgesprochen bekamen, das heißt, es war eine einzige in unserer Gruppe von den Deutschen, wir waren ungefähr 20 Personen, eine hatte dieses Verbot im Vorfeld auch bekommen, aber wir wussten auch schon, wenn wir hinkommen, es wird mit dieser Stimmung, wird das eine harte Sache werden und wir werden sehr wahrscheinlich auch nicht reinkommen, sind wir ja auch nicht. Wir kamen dann, das muss ich jetzt eigentlich auch nochmal so ein bisschen chronologisch erzählen, der Abflug von Frankfurt, in Frankfurt haben wir uns dann mit anderen auch getroffen, aus Belgien, die dazu kamen. Der Abflug sollte um 10 Uhr sein. Wir sind auf die Rollbahn. Das Flugzeug fährt an mit einer ordentlichen Geschwindigkeit und plötzlich gibt es ein Bremsen, ein enormes Bremsen. So. Natürlich haben wir gefragt, warum wird gebremst. Es hat eine Stunde gedauert, bis wir eine Erklärung bekamen. Die Erklärung war sehr fadenscheinig. Die hieß nämlich, die Rollbahn wäre uneben. Die ähnliche Erklärung war, habe ich im Hessischen Rundfunk, hatte das mitgeteilt, war in Tel Aviv, war eine ähnliche Erklärung. Es können Flugzeuge nicht landen, weil die Rollbahn repariert werden muss. Da deckt sich ja was. Also es sind Sachen, die noch ordentlich verfolgt werden müssen, insbesondere mit der Lufthansa, wie die da vorgegangen ist. Es ist auch mittlerweile, ist auch Brief geschrieben an die Lufthansa, wie sie sich da als Erfüllungsgehilfe da geben konnte, dass sie sozusagen Erfüllungsgehilfe ist für Menschen, an denen sie, also sie muss ja dieser Argumentation der israelischen Behörden gefolgt sein, wenn die sagen, ja, die sind Hooligans oder sonst was, ungeprüft dem zu folgen. Das muss man nicht. Und das ist der runde Punkt, den ich gerne auch ansprechen möchte als politischen Punkt. Dieses Rangehen in der Rechtsprechung, wie soll ich sagen, präventive Maßnahmen zu ergreifen, präventiv, ungeprüft Strafen zu erteilen. Ich würde das jetzt mal vergleichen mit Bradley Manning. Bradley Manning, der im Gefängnis sitzt, ohne dass da ein Urteil erfolgt ist, unter den schrecklichen Bedingungen. Und diese präventive Herangehensweise, die auch dazu führt, dass man Überwachungsstaat macht, weil man ja die gefährlichen Terroristen eventuell ja sich schützen muss. Und wenn man es noch weiter denkt, ist dieses präventive Rangehen eine Politik, die eigentlich unsere, unsere westliche Welt charakterisiert. Denn der Krieg gegen Irak war begründet mit den möglichen Massenvernichtungswaffen. Das heißt, es wurde ein Präventivkrieg geführt worden. Ich führe das deshalb so aus, weil das wirklich so eine große Gefahr ist, diese Vorverurteilungen, weil nämlich die Vorverurteilungen, die sind ja in der Definitionshoheit der Mächtigen. Und dass man dem dann ausgeliefert ist. Und das hat sich jetzt dann eben auch gezeigt, dass dann eben dem gefolgt wird. Und das finde ich, darauf muss man wichtigen Blick darauf richten, weil das nämlich genau die Frage von Völkerrecht auch tangiert. Eben diese Aktion, die wir gemacht haben, war auch ein Beitrag, fand ich für meinen Teil, war auch ein Beitrag dafür, die Rechte, Menschenrechte mit zu verteidigen und mit herauszufordern. Und ich finde, das hatten wir deshalb auch
Und wenn es dann heißt, was kommt dabei heraus? Ich finde, das war schon so toll, dass wir das gemacht haben, auch wenn wir nicht reingekommen sind. Aber es hat eine solche Dynamik entwickelt. Und heute habe ich gehört, da ist zum Beispiel in Israel ist eine ganz große Demonstration angesagt. Da ist eine solche Diskussion losgegangen, auch in Israel. Die haben so eine Zustimmung dann bekommen, hast du vielleicht auch jetzt von gehört, ne? Ja, ja, also es ist, das ist das sehr Schöne daran, dass wenn wir auch die konkreten Ziele, also die vordergründigen Ziele nicht erreicht haben, aber es ist so viel in Bewegung gekommen, dass die israelische Gesellschaft, sie Abstand nimmt. Ich wollte jetzt auch nochmal, wenn ich darf, nochmal ganz kurz einen Text, der in Haaretz erschienen ist. Haaretz, die israelische Zeitung. The entire state has been mobilized to stop them. Der ganze israelische Staat ist mobilisiert worden, um sie zu stoppen. Am 8. Juli kam das, oder 9. Juli war das in der Zeitung. Have we gone crazy? So. Steht im Haaretz. Und ich finde, das kann man als Fazit sagen. Denn auch so ganz normale Menschen, die jetzt weniger politisch so da drin sind, die man so fragt, ich sage mal, crazy, das sind ja Spinnen, die. Ja, das ist so etwas, was wenigstens dabei herauskommt. Wenn man ein normales, humanistisches Empfinden hat, dann kann man nur sagen, was ist das für ein Trauerspiel, aber es ist mehr als das, als ein Trauerspiel. Ja, in einem Artikel befasst man sich auch damit, dass nämlich 10% sind absolut gegen eine Lösung mit den Palästinensern. 10% sind absolut dafür und 80% würden, wenn es eine Politik wäre, die Richtung Frieden ginge. Und das wäre im augenblichen Zeitpunkt, wäre ja das angebracht, dass unbedingt hier Palästina als Staat anerkannt wird, dass Palästina Mitglied, Vollmitglied in der UNO wird. Das wären die Schritte. Die würden es aber mitmachen, die 80%, so wird hier gesagt. Und ich glaube, das ist eins von den Aufgaben, die vor uns stehen, dass wir das unterstützen, dass Palästina eben Mitglied wird, obwohl da Kräfte sind, die sich derartig unfassbar äußern, ähnlich wie man das so von den israelischen Autoritäten hört, zum Beispiel sagt sie ja, dann gibt es Krieg. So was haben sie gesagt, die UNO-Mitglieder. Wenn Palästina Mitglied der UNO wird, gibt es Krieg, Gewalt. Und die UNO-Vertreterin der USA sagte, wir werden dann kein Geld mehr an die UNO zahlen. Ja, sollte rausgehen, die USA aus der UNO. Das ist der Brief einer Palästinenserin an euch, das heißt an uns, die auf der Seite Palästinas sind. Ich wende mich an euch im Namen von tausenden Palästinenserinnen und Palästinensern, die es sehr zu schätzen wissen, was ihr tut. Ihr, die ihr euch den Menschenrechten tief verpflichtet fühlt und tatsächlich entsprechend euren Überzeugungen handelt. Ihr setzt euer Leben aufs Spiel, das haben wir nicht gemacht, aber viele haben das, sind umgebracht worden, um Zeugen zu sein und die Wahrheit über das zu sagen, was ihr seht. Ihr seid Menschen, die verstehen, was im Heiligen Land... Das war die Sendung 421. Wir hoffen, dir hat sie gefallen. Schau auch beim nächsten Mal wieder rein. Und dir eine schöne Woche. Tschüss.